nehme natürlich die Gelegenheit wahr, um ordentlich Werbung zu machen, weil ich Sterne verkaufen muss. Ich brauche viele, viele, viele Sterne, weil nachher können wir das Open-Air-Kino, das Kino unter Sternen, so tolle Stelle machen. Und das ist, die möchte man eigentlich verdienen nachher. Man kann sich einzelne Sterne kaufen, Fixsterne, Morgensterne, Abendsterne, auch ganze Milchstraßen. Wir brauchen von euch noch ein bisschen Geld. Ich möchte mich bei euch bedanken. Wir haben am Anfang von diesem Luderviech haben wir ein Sparbüchlein eröffnet und haben geschnurrt, um unsere Techniker und die Musiker und das Haus irgendwie über Wasser halten. Und nachher nach 3 Wochen, ich habe brav Newsletter verschickt und immer wieder die Kontonummer und so. Aber ich war immer zu feig, dort hinzugehen und schauen, ob schon Geld da ist. Weil ich dachte, den Frust brauche ich nicht auch noch. Und nachher bin ich nach 3 Wochen, habe ich die Neige gepackt, bin ich hingegangen und habe gesehen, hui, 34.000 Euro waren auf dem Konto. Dann habe ich aber nur mehr geschaut. Und eben, und das war noch lange nicht alles, es ist weitergegangen. Und nachher war es jetzt so, dass wir durch diese Covid-Bestimmungen im Zeugershausen das Open Air gar nicht machen können, kannten, weil wir eigentlich in die fahrlässige Krise gekommen wären. Weil in Innsbruck hat man ja das wunderbare Innsbrucker Wetter im Sommer. Ich meine, die Taurer Felder, die freuen sich immer, wenn wir Zeughauskino machen, weil nachher brauchen sie die Salatpflanzen immer gießen und so. Aber wenn es jetzt heuer nicht gewesen wäre, nachher würden sie alle vertrocknen, die armen Bauern mit den rumänischen Erntehelfern. Ich bin einfach relativ euphorisch, wir haben kurz beschlossen, wir machen es jetzt ganz fleiß, weil die Open Air Kino-Geschichten waren einerseits eben das Wetter und nachher die Covid-Bestimmungen, dass man nur 300, 400 Leute einlassen dürfen und so. Wir brauchen die paar gut besuchten Filme, um die Schlechtwettertage zu finanzieren, wenn das weg ist. Und nachher haben wir überlegt, ja, sollen wir jetzt echt zur öffentlichen Hand gehen und sagen, gibt es uns 50.000 Euro, weil die brauchen wir allein diese riesen Leinwand aufzustellen mit Kran und allem, das kostet ein Vermögen. Und dann haben wir gesagt, das können wir jetzt in der Situation im Moment nicht tun, wo unsere Musiker am Hunger durchnagen, die Häuser um ihr Überleben bangen. Das geht so nicht. Also sagen wir es ab. Und an dem Moment, wo wir gesagt haben, wir lassen das bleiben, dann haben wir gesagt, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Weil ausgerechnet heuer, wer erzählt uns heuer im Sommer die Geschichten? Wer sagt uns auf Nacht, gute Nacht? Und lasst uns träumen. Wer entführt uns irgendwo hin? In ein anderes Land, in eine andere Sprache, in eine andere Kultur. Das geht nicht, ausgerechnet heuer. Und nachher habe ich gesagt, ja, hey, wir haben ja einen Rückenwind, unsere Leute, die helfen uns. Und wenn wir 2, 3 lässige, gute Sponsoren finden, dann habe ich eine glorreiche Idee gehabt. Ich habe meinen den besten Sponsorenkeiler der Stadt angelacht. Wo ist er? Hinter mir. Hinter mir. Der Georg rennt auch für uns, den habe ich auch infiziert mit der Idee. Nachher machen wir es so, wie ich es eigentlich immer machen will. Ich will keine Kultur an und Verkaufsstelle aller Waren, von kulturellen Waren sein, sondern Kultur ist was anderes. Musik ist ein Lebensmittel, das braucht man, um den Alltag zu durchdringen. Geschichten braucht man und Filme braucht man. Wir machen das gerade fleiß bei freiem Eintritt. Dann haben wir gedacht, das geht. Wenn wir die 2, 3 Sponsoren haben und wir haben endlich auch Befreiung. Wir brauchen keine Blockbuster spielen, wir brauchen keine kommerzielle Kacke uns über uns ergehen lassen, sondern wir können Geschichten erzählen, die uns am Herzen liegen. Und dann haben wir gedacht, ja, Mist, heuer, wir dürfen nicht nach Italien und wenn wir nach Italien dürfen, nachher sollen wir eigentlich auch nicht fahren, hat es geheißen. Und nachher, manche haben auch kein Geld mehr dorthin zu fahren, es wird auch immer banger. Und dann holen wir uns doch Italien her. Und nachher sagt der Dietmar, ja, der Fellini wird heuer 100. Gut, eröffnen wir mit Fellini, La Strada. Und so ist das einfach gegangen und es war eine unheimliche Befreiung. Dass wir heuer das Kino so machen können, wie es eigentlich immer möchte. Und vor allem nachher noch mit unseren Musikern zusammen und mit unseren italienischen Freunden zusammen. Bringen wir was auf die Reihe, das hat es überhaupt noch gar nicht gegeben in der Stadt. Wir feiern einen ganzen Monat lang ein Riesenfest im Zeughaus. Jeden Abend spielt eine italienische oder eine tausige Band. Die Tango-Leute spielen die Festwochen dann mit und machen das gemeinsame Warten, bis es finster ist. Ja, spannend und lässig. Und so wird es heuer. Aber ihr müsst uns viele Sterne abkaufen.